müssen wir sie ergreifen. Die Voyager kann es jedoch in ihrem derzeitigen Zustand nicht mit der Forge aufnehmen. Miss Monroe, ich nehme an, Sie haben einen Plan. Allerdings. Das trojanische Pferd. Das Harvester-Schiff. Aber klar. Ich kann ein kleines Team mit meinen besten Leuten zusammenstellen. Wir können mit der Harvester in die Forge gelangen und ihre Verteidigung lahmlegen, damit sie per Shuttle Verstärkung schicken können. Wenn wir das Dämpfungsfeld deaktivieren, sollten die Voyager und die anderen Schiffe imstande sein zu entkommen. Wir haben keine Ahnung, über welche internen Verteidigungsanlagen das Ding verfügt. Wenigstens können wir der Voyager etwas mehr Zeit verschaffen. Also gut, Tuvok, Chakotay, Monroe, lassen Sie uns einen Plan aufstellen. Es wird Zeit, dass wir es unseren Aggressoren heimzahlen. In der Tat, in der Tat. Sobald der Dämpfungsfeldgenerator deaktiviert ist, werden wir die Forge evakuieren und mit den Shuttles zur Voyager zurückkehren. Besatzungsmitglied Jaworski, ja. Sir, wie sollen wir das Harvester-Schiff zur Forge zurückbringen? Wir haben doch keine Ahnung, wie man es steuert, oder? Ein Forschungsteam hat das Harvester-Schiff untersucht und ein automatisches Rückkehrsystem entdeckt. Das Schiff wurde so programmiert, dass es von allein zur Forge zurückkehrt. Der Anführer Ihres Teams, Fenrich Monroe, wird Ihnen nun Ihre genauen Missionsziele mitteilen. Das erste Team wird aus einer kleinen Gruppe bestehen. Mir selbst, Telsia, Beastman und Chell. Wir werden an Bord des Harvester-Schiffes gehen und die automatische Rückkehrsequenz initiieren. Wir gehen davon aus, dass das Harvester-Schiff zu diesem Bereich der Forge zurückkehren wird. Es ist eine Art Undockring, der anscheinend noch nicht fertiggestellt wurde. Unsere Scans weisen darauf hin, dass sich die Energieversorgung für die Verteidigungssysteme in diesem Bereich befindet. Sobald wir sie abgeschaltet haben, werden wir die Verstärkung rufen. Dann sind die anderen an der Reihe. Wenn wir uns treffen, werden wir uns verteilen und diesen Hauptschacht entlang gehen. Wir werden versuchen, den Generator des Dämpfungsfeldes zu finden und zu zerstören, damit die Voyager entkommen kann. Noch Fragen? Liz? Was für einen Widerstand haben wir zu erwarten? Ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung. Wir gehen davon aus, dass da drüben noch mehr Harvester sein werden und wer weiß was noch. Wir wissen nichts über die Forge oder wer sie steuert. Aber ich erwarte einen ziemlich starken Widerstand. Hören Sie, ich weiß, dass einige von Ihnen Angst haben. Das geht mir genauso. Aber das Hazard-Team wurde für einen so gefährlichen Einsatz wie diesen hier ausgebildet und trainiert. Wir können dieses Ding besiegen. Diese Crew hat mich im Laufe der vergangenen Jahre mehrfach überrascht und beeindruckt. Die Sternenflotte, Maquis und andere, wir alle haben uns zusammengeschlossen und eine Leistung erbracht, die alles, was man von der herausragendsten Crew eines Raumschiffes erwarten kann, übertroffen hat. Ich weiß, dass Sie diese Aufgabe erfüllen können. Wir werden diese Todesfalle zerstören. Alles klar. Steigen wir in die Anzüge und legen wir los. Mein Team, melden Sie sich in einer halben Stunde am Andockhaken des Harvester-Schiffes. Wegtreten. Sind Sie gekommen, um mir Glück zu wünschen, Tuvok? Vulkanier glauben nicht an Glück, Miss Monroe. Ihr Erfolg ist jedoch entscheidend. Und obwohl ich der Meinung bin, dass Sie siegen werden, hoffe ich, dass Sie bei Ihrer Mission auf keine übermäßig widrigen Umstände stoßen. Ich danke Ihnen, Tuvok. Wir werden zu Ihnen stoßen, sobald Ihr Team die äußeren Verteidigungssysteme deaktiviert hat. So. Noch zu dem Einsatz des trojanischen Pferds. Die Forge. Zu Hause? Wie alt ist dieser Ort wohl? Keine Ahnung, wie alt er ist. Hey, Chell, hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Warum? Oh, oh. Hey, Monroe, Chell schafft es niemals dort rüber.
Vielleicht finden sie einen leichteren Weg runter. Wir geben ihnen Deckung. Immer wieder verarscht. Hey, drehen Sie sich um. Ja. Das ist aber nichts. Hier, ehrlich gesagt, nur um den runterfallen. Super, warum bin ich hier rübergegangen wegen so einem scheiß Waffen in der Terminal Army? Bin nur gespannt, ob ich da rüberkomme, nämlich nicht. Nein, ich falle. Eigentlich, das geht doch gar nicht. Weltraumischen luftleerer Raum. Die Luft, der weder fallen noch steigen. Jemand zu Hause? Weißt? Wie alt ist dieser Ort wohl? Hey, Chell, hoffe, Sie haben keine Höhenangst. Warum? Oh, Vorsicht! Chell, mal auf! Chell schafft es niemals dort rüber. Vielleicht finden Sie einen leichteren Weg runter. Wir geben Ihnen Deckung. Vorsicht! Ja, machen wir das dann nochmal. Gespannt, wie er das am besten löst. Und das Problemchen da. Du kannst halt hier auch. Ich denke, doch so, ja, geht so. Jetzt bin ich hier unten und jetzt halt? Hm?
Was jetzt? Warten Sie, das ist eine Art von Antigravitationsstrahl. Wir können daran hinunterrutschen. Sind Sie sicher? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Bekommt das Hazard-Team auch Gefahren zu laden? Jede Mannschaft, zu der Sie gehören, sollte das Doppelte bekommen, Chell. Wow. Erstmal nur in Reis ein Witz, gell? Wie man drauf geht oder sowas. So. Aus dem Weg! Eine gewisse Atmosphäre. Was zum? Die müssen zu den hässlichen Cousins der Harvester gehören. Ich glaube nicht, dass sie uns besonders mögen. System von hier aus nicht deaktivieren. Warten Sie eine Sekunde. Ich glaube, ich kann... Ja, ich kann eine Endlosschleife laufen lassen. Eine Simulation der aktuellen Sensorendaten. So werden die aktuellen Bewegungen des Schiffes extrapoliert. Die Zielcomputer denken also, dass alle Schiffe normal treiben. Richtig. Wenn die Verstärkung kommt, werden Ihre Zielcomputer sie nicht sehen. Gut mitgedacht, Chef. Glückwunsch, Chef. Monroe und Voyager. Das Verteidigungsgitter ist deaktiviert. Sie sollten also in der Lage sein, die Verstärkungen am Andockbereich zu treffen. Aber Sie beeilen sich besser. Wir stoßen hier auf ziemlichen Widerstand. Verstanden. Wir werden sobald wie möglich da sein. Versuchen Sie inzwischen herauszufinden, wo sich der zentrale Hauptschacht der Forge befindet.
Unsere Scans zeigen an, dass er zu dem Energiedämpfungsfeldgenerator führt. Verstanden. Man